Im Nahen Osten sollen weitere US-Raketenabwehrsysteme stationiert werden. Das hat das US-Verteidigungsministerium angekündigt. Das Patriot-System ist auch in der Lage, ballistische Ziele abzuschießen, allerdings nicht so hoch. Dies wurde bereits von der Ukraine demonstriert, die ab Frühjahr 2023 zwei Luftabwehrsysteme in Betrieb nehmen wird, darüber, wo die USA weitere Patriot-Systeme installieren wollen. In einer Erklärung des Verteidigungsministeriums heißt es, dass die Luftabwehrsysteme an Standorten im gesamten Nahen Osten eingesetzt werden sollen, um den Schutz der US-Streitkräfte in der Region zu verstärken.